Ich arbeite für eine Partnerorganisation von Brot für die Welt im Kongo. Den Kleinbauern zeige ich, wie sie durch verbesserte Anbaumethoden, bessere Verwertung der Produkte und eine veränderte Strategie beim Verkauf mehr Geld verdienen können. Immer weniger Menschen müssen hungern. Und ich freue mich besonders, dass aufgrund des gestiegenen Einkommens der Eltern immer mehr Kinder in die Schule gehen können. Ich sage Danke an alle, die dazu beigetragen haben. Von gestern bis morgen in RTV Kompakt. Bilder von gestern, Jansbach im Wandel der Zeit. Werbung von heute, Johanniter auf Tour. Und Motorräder von morgen, Polizei mit moderner Technik. Glück auf, diesmal in einer langen Woche. Gut, dass Sie da sind. Gehören Sie auch zu denen, die am Wochenende die Freibadsaison eröffnet haben? Ich gebe aus eigener Erfahrung ja mal zu, die Wassertemperaturen sind noch nicht gerade angenehm, aber bei sonnigem und warmem Wetter kann's ja jeder. Und so war auch der Filzteich am Wochenende das Ziel von denjenigen, die es kaum noch erwarten können. Darüber berichten wir unter anderem noch in dieser Sendung. Jansbach, liebe Zuschauer, feiert in diesem Jahr 575-jähriges Ortsjubiläum. So richtig gefeiert wird an einem Festwochenende vom 25. bis 27. August. Und das unter anderem mit einem sogenannten stehenden Festumzug. Damit soll ein vielfältiger historischer Rückblick auf die Jansbacher Entwicklung ermöglicht werden. Und solche stehenden Festumzüge werden immer beliebter, denn sie haben einen großen Vorteil. Die Besucher können entlang der einzelnen Stationen spazieren und entscheiden selbst, wo sie wie lange verweilen wollen. Zudem kann viel mehr präsentiert werden, als es in einem vorbeiziehenden Umzug möglich ist. Dazu wird es einen Flyer geben, der dann Hinweise auf die einzelnen Bilder gibt. Und jeder kann mitmachen. Bis 10. Juni können alle Jansbacher im Rathaus melden, unter welches Thema denn ihr Bild steht, sollten sie eines gestalten wollen. Vielleicht auch in Zusammenarbeit mit ihrem Nachbarn. Reichlich Inspiration könnte dazu eine Fotoausstellung geben, die zurzeit im Rahmen des Ortsjubiläums gezeigt wird. Gerald Nützel hat sie mal angeschaut. Eine Fotoausstellung unter dem Motto »Ein Dorf im Wandel der Zeit« ist seit dem 6. Mai im Güterboden des ehemaligen Bahnhofes von Jansbach zu sehen. Der Ortschronist Wolfgang Lohr eröffnete an diesem Tag seine neu gestaltete Schau, die rund 160 Bilder zeigt. Die Ausstellung hat der Ortschronist bewusst in zwei Teile unterteilt. Ein Teil zeigt Ortsansichten und Gebäude, ein weiterer Teil blickt auf die Menschen von Jansbach. Festgehalten ist das öffentliche Leben in den Vereinen, bei Klassen- und Schulfesten und bei Veranstaltungen im Ort. Beim Betrachten der Bilder werden die Besucher gebeten, erkannte Personen mit Namen zu benennen. Nur so ist es dem Ortschronisten möglich, weitere Lücken in seiner Chronik von Jansbach zu schließen. Auch Bildmaterial nimmt Wolfgang Lohr gerne entgegen. Einiges ist während der Ausstellungsvorbereitung schon zusammengekommen und liegt ebenfalls zum Betrachten mit aus. Nicht vergessen wurde die Schmalspurbahn, die von 1911 bis 1975 durch Jansbach dampfte. Auch sie ist in der Ausstellung präsent. Auch das DDR-Fernsehen nutzte einst die Kulisse mit der Bahn um Jansbach für Filmproduktionen, wie einige Bilder der Ausstellung belegen. Diese Bilderausstellung von Wolfgang Lohr macht den Anfang für die in diesem Jahr noch anstehenden Feierlichkeiten zum 575-jährigen Ortsjubiläum von Jansbach. Geöffnet ist die Fotoausstellung mit dem Titel »Ein Dorf im Wandel der Zeit« noch bis zum 14. Mai. Sie kann wochentags von 14 bis 17 Uhr und am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr besucht werden. Der Nachrichtenblock am Montag. Zum Ende der Influenza-Saison hat das sächsische Gesundheitsministerium Bilanz gezogen. Demnach wurden im Freistaat von der 40. Kalenderwoche 2016 bis einschließlich der 17. Kalenderwoche 2017 insgesamt 16.685 Influenza-Erkrankungen gemeldet. Das sind die meisten Fälle in einer Saison seit Einführung des Infektionsschutzgesetzes im Jahr 2001.
Die Dunkelziffer könnte noch höher liegen, da nicht jeder Erkrankte den Arzt aufsucht und dieser dann auch nicht bei allen Patienten eine Laboruntersuchung veranlasst. In der vergangenen Saison erkrankten vergleichsweise viele ältere Erwachsene an Influenza. Regelmäßig Anfang Mai wechselt im Rotkreuzmuseum Bayerfeld die Sonderschau. Die neue Exposition ist der Gründung des Albert-Vereins vor 150 Jahren gewidmet. Am 6. Mai wurde sie feierlich eröffnet. Der Albert-Verein war ein auf Initiative von Prinzessin Carola von Sachsen in Dresden gegründeter Frauenverein des Roten Kreuzes. Den Namen Albert verdankt der Verein dem Gatten der Prinzessin. In Sachsen gab es 67 Albert-Zweigvereine. Sachsens Innenminister Markus Ulbich hat in Zschopau 4 Allround-Motorräder in den Dienst der sächsischen Polizei gestellt. Die Maschinen vom Typ Victory Cross Country Tour sind wegen ihrer umfangreichen Ausstattung und ihres Designs bundesweit einzigartig. An Bord haben sie neben einem Laptop mit Verbindung zum sächsischen Polizeinetz auch moderne Drogenprüfgeräte, Schallpegelmesser und ein System zur Geschwindigkeitsüberwachung. Der Anschaffungspreis der 4 Motorräder beläuft sich auf rund 196.000 Euro. Zum Einsatz kommen die neuen Maschinen im Bereich Chemnitz-Erzgebirge. Wir bleiben bei den Motorrädern. Die neue Motorradsaison ist da, leider zu merken in den Unfallberichten der Polizei. Ein 35-jähriger Ducati-Fahrer wurde am Samstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter in Antonsthal schwer verletzt. Ein 57-jähriger Motorradfahrer war am Samstag in Aue mit seinem Motorrad Suzuki auf dem Becherweg in Richtung Lauter nach links von der Fahrbahn abgekommen. Im weiteren Verlauf fuhr er nach rechts und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Ein Ersthelfer in einem Mercedes wollte zu Hilfe eilen, vergaß aber in der Hektik die Bremse. Sein Fahrzeug kam ins Rollen und wurde beschädigt. Bei der Umgestaltung der oberen Schlossstraße in Schwarzenberg wurde von der Baufirma der ursprüngliche Ablaufplan optimiert. Deswegen bleibt die Verkehrsführung in der Schwarzenberger Altstadt bis voraussichtlich 22. Mai wie aktuell ausgeschildert bestehen. Ursprünglich war geplant, dass ab 8. Mai der nächste Bauabschnitt, nämlich die Sanierung der vorderen oberen Schlossstraße, beginnt. Das wird nunmehr voraussichtlich ab 22. Mai in der oberen Schlossstraße ab Haus Nummer 1 erfolgen und eine Vollsperrung nach sich ziehen. Derzeit wird im Bereich der hinteren oberen Schlossstraße in Richtung Schlossauffahrt gearbeitet. In Aue wird seit Mitte März im Kreuzungsbereich der Nikolaikirche eine Kappeninstandsetzung am Brückenbauwerk vorgenommen. Seitdem gibt es Verkehrseinschränkungen. Aktuell ist die Bundesstraße 101 im Bereich der Roten Kirche einseitig gesperrt. Wer aus Richtung Schwarzenberg-Lauter nach Aue will, muss eine Umleitung in Kauf nehmen. Die gesamte Baumaßnahme soll bis voraussichtlich 28. Juli dauern. Der Tourismusverband Erzgebirge ist im Wonnemonat Mai auf Werbetour. Auftakt war am 7. Mai der Familientag am Flughafen Dresden. Derzeit wirbt der Tourismusverband Erzgebirge mit zahlreichen weiteren Partnern aus Sachsen auf dem German Travel Mart in Nürnberg. Dieser ist der größte Incoming-Workshop für das Reiseland Deutschland. Über 600 internationale Einkäufer und Journalisten aus 45 Ländern werden erwartet. Eine gute Möglichkeit also, die Produkte und Reiseangebote einem internationalen Fachpublikum vorzustellen. Vom 11. bis 13. Mai geht es dann zur Sommertour nach Würzburg und Rothenburg ob der Tauber, wo sich das Erzgebirge zusammen mit Hoteliers, Freizeiteinrichtungen und Touristinformationen innerhalb der Städte präsentieren wird. Glück auf und Ahoi vom 24. bis 28. Mai grüßt das Erzgebirge dann den Norden auf dem Seestadtfest in Bremerhaven. Vorfristiges Dankeschön für die Muttis. Anlässlich des Muttertages hatte die Kindertagesstätte Wirbelwind in Erlach-Krahndorf am vergangenen Freitag zu einer Feier für die Mamas der dort betreuten Kinder eingeladen. In der Einrichtung gab es verschiedene Stationen mit unterschiedlichen Angeboten.
Höhepunkt der Veranstaltung war eine Modenschau, die von Erzieherinnen und Erziehern gestaltet wurde. Das war nicht die erste Veranstaltung dieser Art in der Kindertagesstätte Wirbelwind in Erlach-Krandorf. Im vergangenen Jahr gab es übrigens zum Vatertag eine Feier für alle Papas. Zöllner beschlagnahmten bei einem 34-jährigen Mann aus dem Erzgebirgskreis 390 Gramm Crystal. Der Schwarzmarktwert der sichergestellten Drogen beläuft sich auf ca. 27.000 Euro. Der Beschuldigte wollte sich einer Zollkontrolle in der Ortslage Johanngeorgenstadt zunächst entziehen, konnte dann aber in Steinheidel gefasst werden. Das Zollfahndungsamt Dresden übernahm vor Ort die weiteren Ermittlungen. Im Zuge der Folgemaßnahmen konnte in der Wohnung des Beschuldigten eine weitere Person festgenommen werden, die mit dem Drogenschmuggel in Verbindung gebracht wird. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz erließ das zuständige Amtsgericht Haftbefehl gegen beide Beschuldigte. 5, 4, 3, 2, 1, ja! Was empfinden Sie bei diesen Bildern? Bei nicht gerade sommerlichem Wetter wagten sich am vergangenen Sonnabend kleine und große Wasserratten in den Filzteich in Schneeberg. Grund war das alljährliche Anbaden, mit dem traditionell die Badesaison an der ältesten Talsperre Sachsens eröffnet wird. Für heute soll's das von den Badefreunden am Filzteich gewesen sein. Wir berichten ausführlich in der nächsten Sendung von ERZ-TV das Magazin. Erdbeeren, Spargel, Weintrauben. Um Obst und Gemüse steht es in diesem Jahr gar nicht gut. Und schuld ist das Wetter. Waren der März und April überdurchschnittlich mild, hat die Vegetation teils Wochen früher als sonst ihren Wachstumsschub bekommen. Und dann der Frost Mitte April bis kurz vor dem Monatswechsel. Der hat so einiges zerstört, aber auch bizarre Bilder geliefert. Überall kleine Feuer in den Plantagen oder auf den Weinbergen, die die empfindlichen Triebe vor Schäden bewahren sollten. Ob das so richtig was brachte, kann man noch nicht sagen. Da hilft nur Daumen drücken und vielleicht wird's ja wenigstens eine gute Spätlese. Spätlese ist auch unser nächstes Thema, aber da muss man schon um ein paar Ecken denken, um auf Senioren zu kommen. Werbung kann durchaus unterhaltsam sein und Aufmerksamkeit erzeugen, das bewiesen die Johanniter des Kreisverbandes Erzgebirge auf dem Marktplatz in Chemnitz. Gestenreiche Unterstützung des Ad-Hoc-Theaters aus der Stadt der Moderne warb die Johanniter Unfallhilfe für ihre Spätlese unterwegs. Dabei handelt es sich keinesfalls um einen mobilen Abverkauf deutscher Qualitätsweine, sondern um die gleichnamigen Ausflugsfahrten für Senioren und mobilitätseingeschränkte Menschen. Die Ausflüge beginnen mit der Abholung an der Haustür und enden nach der Reise und einem kleinen Kaffeeklatsch auch wieder dort, inklusive einer kleinen Flasche Spätlesewein. All das parodierten die Darsteller vor den Leuten, die über den Markt liefen. Das Interesse war in den Gesichtern der Fußgänger deutlich zu spüren, auch wenn sich nicht jeder traute, stehen zu bleiben.
Die Aktion sollte zeigen, dass sich über die Spätlese unterwegs der Johanniter soziale Kontakte pflegen und gemeinsam fröhliche Stunden in einem sicheren, betreuten Umfeld verbringen lassen. Schließlich verfügen die Johanniter Erzgebirge über langjährige Erfahrungen im Fahrdienst mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Infos zur Spätlese unterwegs gibt es unter Telefon 03771 558835. Und hier noch unsere Freizeittipps zu Wochenbeginn. Das Naturschutzzentrum Erzgebirge lädt am Dienstag zu einer Wildkräuterwanderung ein. Auf einer Wanderung durch die schöne Natur rings um das Naturschutzzentrum in Dörfel lernen die Teilnehmer bekannte und weniger bekannte essbare Wildpflanzen kennen, erfahren etwas über deren kulinarische Verwendung und über Heilwirkungen. Auch manch Amüsantes über Wildkräuter wird berichtet. Treff ist 16 Uhr am Landschaftspflegehof in Dörfel. Die Veranstaltung ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung erforderlich. Freunden des erzgebirgischen Brauchtums ist ein Gang ins Museum für bergmännische Volkskunst Schneeberg zu empfehlen. Dort trifft man derzeit nämlich auf die Ergebnisse der erzgebirgischen Jugendkulturtage 2017. Bis zum 23. Juli sind die Wettbewerbsarbeiten in den Kategorien Klöppeln, Schnitzen, Drechseln und Basteln mit Naturmaterialien ausgestellt. Die Galerie im Treppenhaus des Erzhammers in Annaberg-Buchholz zeigt dagegen erzgebirgische Liedpostkarten. Hans-Dieter Wicklein aus Niederwürschnitz gibt Einblick in seine beeindruckende Sammlung von über 1500 verschiedenen Liedpostkarten von Anton Günther, Hans Sob, Max Nacke und vielen anderen. Und das war ERZ-TV Kompakt am Montag. Zu jeder vollen geraden Stunde wird die Sendung nochmal wiederholt. Bis morgen um 20 Uhr. Dann sind wir wieder mit frischen Neuigkeiten von vor Ihrer Haustür zurück. Weiter informieren wir Sie aktuell auch im Internet auf erztv.de und auf unserer Facebook-Seite. Ihnen jetzt einen schönen Abend. Gleich folgen noch die Tagesbilder mit dem Wetter. Gut, dass Sie da waren. Glück auf!